Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Erlengrad. Ja, wir sind in Folge 59 bereits und ich bin hier gerade bei der Außenbahn von unserer Wiese am Rumwerkeln. Ich versuche hier munter alles schön aufzunehmen. Die anderen Sachen sind danach einfacher, weil man es besser sieht und nicht so dicht an Steinen und sowas vorbeifahren muss. Das ist ja das, was es nicht unbedingt angenehm macht. So. Warte ich nur ein Momentchen, bis das Ding hinten raus ist. Sobald die Klappe runter ist, nämlich jetzt, geht der Aufnehmer wieder. Und ich will natürlich möglichst hier nicht direkt unter Bäume liegen bleiben. Das muss ja nicht unbedingt sein. Dann kann ich den Ballen schon lieber schön hier am Ansatz der Wiese hinschmeißen. Ne? Hier ist nämlich jetzt Bahn 1 zu Ende. Wir sind jetzt einmal rum gewesen. Das ist schon mal sehr angenehm. Ich habe den Helfer nochmal angemacht. Der meldet sich natürlich auch jetzt gerade prompt. Ja, bergab bremsen ist hier noch nicht ganz so super. Ja. So, jetzt gucken wir noch mal. Oh, hier kommt Kalken durch. Oh, Kalken jetzt an. Also er hat nicht gesagt, dass... Nö, das war noch Reste. Also, jetzt will er im Prinzip schon hinter uns her. Das heißt, ich fahre jetzt einfach ein Stückchen rückwärts, dass er nicht auf der Straße steht. Und sagte mal, das war's. So, da parkst jetzt einfach, Kollege. Wir müssen uns jetzt erstmal um den Spaß hier kümmern, sonst wird das nämlich nichts. Deswegen fahren wir jetzt hier schön munter weiter und machen Ballen. Ja, wir haben bei Silage einen aufsteigenden Preis von über 400 schon gehabt. Wir waren irgendwie auf 360 oder sowas abgekackt, um was des Wortes. Der Preis war gesunken auf 860 so ungefähr. Ne, auf 360 und wir hatten schon mal so um die 540 oder sowas, also meine ich. Ne, jetzt ist natürlich dann der Punkt, dass ich da wohl gerne wieder hin möchte, wenn ich ehrlich bin. Das heißt also, ich würde anfangen, was zu verkaufen, aber erst, ihr habt gesehen, der Aufnehmer ist auch beim Rückwärtsfahren gegangen. Ne? Aber natürlich erst, wenn wir bei 500 und mehr sind. 500, über 500 ist der die Verkaufsgrenze für uns jetzt. Alles, was unter 500 ist, wird Silageball nicht verkauft. So einfach ist es. Ja, es sei denn, wir fehlen irgendwie 2000 oder 2500 und ich verkaufe den einen Ball nur zwei. Ja, okay, aber ich sag jetzt mal, Mengen werde ich jetzt in der Zeit jetzt nicht verkaufen. Ich sollte besser achten, wie ich fahre. Das muss ich mal doppelt fahren. Den nehme ich ja beim Rückwärtsfahren schon auf. Ich muss vorwärts wieder fahren und habe gar nichts mehr drin. Oder gar nichts mehr zum Reinholen sozusagen. So. Ja, Produktion, ne? Das ist so eine Geschichte. Also wir werden jetzt auf jeden Fall, haben wir Silage, wir haben Heu. Das heißt, was wir machen müssen, ist Stroh. Und das machen wir, und zwar doppelt. Und dann kann man echt schon überlegen, ob man leihweise was macht. Nämlich leihweise sich die Gerätschaften ausleiht, um eine Runde Rüben anzupflanzen. Weil ich habe das Feld ja auch zur Unterstützung, um meine Produkte loszuwerden. Ich möchte gerne mit meiner Milch nicht nur einen Milchverkaufspreis haben, ne? Das ist zwar ganz nett, aber nicht, man wird nicht reich durch im großen Stil, sondern es ist halt besser, wenn man daraus andere Produkte macht und dafür brauchen wir in der Molkerei Zucker. Das ist der ganze Trick. Ohne Zucker läuft da nichts. Und genau die Zuckerfabrik, das ist genau die, die die Rüben haben möchte. Und deswegen müssten wir einmal irgendwie sehen, dass wir an Rüben rankommen. Das wird wahrscheinlich einmal Rüben sein und das hält dann 20 Jahre, hätte ich fast gesagt. Aber wir kriegen ja wenigstens eine ganze Menge Rüben ran, sagen wir es so. Ne? Aber wir müssen trotzdem mal ein Feld machen. Also wird das neue Feld auf jeden Fall einmal Rüben werden dann. So. Ja, wir können Felder ja zum Glück kaufen und verkaufen. Oh, ob das so gut war. Kaufen und verkaufen ohne Verlust. Das heißt, wir kriegen das gleiche Geld wieder, wie wir dafür bezahlt haben. Also es gibt hier keinen Grundstücksmarkt oder sowas, sag ich mal so.
ist kein Verlust da und deswegen können wir die auch sagen, okay, irgendwann, wenn wir sagen, nö, Nummer 5 hat uns doch gut gefallen, das Feld, das können wir jederzeit wiederholen, bezahlen wir das gleiche Gefühl, wie wir kriegen, wenn wir es verkaufen. Deswegen ist also auch das kein Problem, dass wir da mal eine richtige Runde mit hinwursteln. Also wie gesagt, Silageballen, satt und schmutzig, würde ich sagen, weil wenn wir die anderen Ladegeschichten, hätte ich fast gesagt, die anderen Vorgänge uns angucken, werden wir wahrscheinlich nochmal Gras gemacht haben und nochmal Silageballen gemacht haben, bevor wir die nächsten Ernten überhaupt einholen. Jetzt momentan ist zwar der Wachstum überall aus, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Da geht dann schon was, ne? Ja, schmeiß noch ruhig mal dahin. Die liegen eh schon welche, das macht alles nichts. So. Ja, das hat hier jetzt nicht so geschickt. Genau wie der Wendeversuch hier. Doch, der ging. Ich dachte, der wäre vielleicht nicht so geschickt wegen dem Stein da, aber es ging noch. Hier liegen noch Ballen, deswegen macht das jetzt hier nicht, was ich euch mache. Aber ich will natürlich die Schwad richtig aufnehmen. Ich war natürlich wieder mal viel zu weit gefahren. So. So sieht das aus. Kommen der Sache näher. Und gleich sind wir auch schon wieder voll. Genau. Da sind wir auch schon wieder voll. So schnell geht's. Weiter geht's. Ja, ich weiß nicht, die spannendste Aufgabe, aber wie gesagt, ne, ist das ja nur hier. Wir sind hier im Milchbetrieb und da geht das hauptsächlich um Wiesen. Ne? Ich kann jetzt schlecht anfangen, das hier zu pflügen. Das wird wahrscheinlich auch nicht so gut ankommen. Es wird auf jeden Fall interessanter, wenn wir die Feldsituation ändern. Und das sollte eigentlich schon bei der nächsten Ernte jetzt passieren, weil wir gesehen haben, dass auf das Feld, das wir jetzt kaufen wollten, ist Gerste drauf. Ich habe schon wieder so eine Ecke übergelassen. Ne? Das ist schon fürchterlich mit mir, muss ich sagen. Ich muss aufhören, so viel zu labern, aber ne? Ihr wollt euch auch keinen Stummfilm angucken hier, glaube ich. Obwohl manche würden jetzt bestimmt sagen, so viel reden musst du nicht unbedingt. Ich habe das wohl mitgekriegt. Ich höre das sozusagen. Und habe natürlich die anderen Ballen hervorragend in den Weg gelegt. Wo ihr seht selber, es wird schon weniger. Die Außenbahnen sind natürlich die längsten Bahnen, logisch. Und ihr seht hier, es sind nur noch viermal, dass wir das Ganze insgesamt überqueren müssen hier. Dann ist der Spaß eh schon wieder weg. Ein paar kurze Stints dann noch und dann können wir schon wieder einsammeln und wegpacken. Ja, und vor allem können wir dann auch schon wieder vorspulen. Viertel nach fünf nachmittags hier in Game, das ist schon okay. Genau, das können wir auch hier bei den anderen Ballen mit hinlegen. Mal schon wieder anfangen einzusammeln hier. Na, ist auch mal witzig zu sehen, wie der kleine Knick hier sich immer fortsetzt, fast durch. Nur wegen dem blöden kleinen Stein hier, ne? Wir sollten nur noch eine Beseitigungsgeschichte hier dementsprechend noch mit ins Spiel bringen. Das hätte auch was. So, ja, Klappe geht wieder zu. Weiter geht's. Ballen machen, Ballen machen, Ballen machen. Anders kann man es nicht sagen. Immer munter los. So, ja, aber wie gesagt, die Wege werden kürzer und knapper. Wir müssen nicht mehr viel machen. So, das ist schon wieder zu. Da sind wir schon wieder unterwegs. Der Ball ist schon weg.
auch gut so ist, weil wir sind schon wieder beim nächsten Bein. Ja, sehr schön. Ja, seht ihr, da vorne das sind, also wir haben noch drei Bahnen, die durchgehen. Und dann sind wir nur noch bei Resten. Und dann sieht das hier plötzlich auch nicht mehr so viel aus, weil wir natürlich auch außen dann jeweils eine wegnehmen. Dann geht das durch. So, da ist der nächste Part. So, da werde ich ja längst losfahren können. Muss gar nicht auf das Schneiden warten, sondern sobald vorne der Bereich wieder runtergeklappt hast, geht es ja schon wieder los. Du, die, du, die, du. Die letzten Ballen. Nee, letzten sind es eindeutig noch nicht, aber kommen der Sache näher. So nahe, dass ich schon wieder umdrehen muss. Schon wieder den ganzen Ansatz da verpasst habe. Aber so ist das halt. Wie gesagt, hier liegen eh schon welche. Das macht dann auch nichts mehr. Da sind wir wieder. Aber ich glaube, die ganzen letzten Male habe ich nicht so oft neu ansetzen müssen wie jetzt auf dieser Wiese hier. Ey. Ist schon schlimm. So, da sind wir. Hab wieder zu lange gewartet. Ja, dann warte ich zu lange, ne? Aber rechtzeitig anhalten kann ich trotzdem nicht, ne? Komisch. So, ja, einmal hinten noch den Bogen, dann wieder zurück und dann geht es hinten weiter auf die Insel da und dann haben wir die Außenbogen, die langen schon. Dann sind wir bei zwei kleineren Kreisen, die wir machen müssen. Und ich bin schon wieder viel zu weit gefahren. Okay, vieles falsch, aber ich bin schon wieder zu weit gefahren. Einigen wir uns da drauf. Und jetzt habe ich auch wieder rechtzeitig losgefahren. Das ist auch schon mal was. Weil wenn man das einigermaßen gut hinkriegt, dann bis der Ballen weg ist, hat man den schon wieder mehr als halb voll. Diesmal war ich ein bisschen Verzögerung drin, aber ihr seht selber, es geht zügig so. Gucken, wie viel wir jetzt reinkriegen. Also, diesmal machen wir das Timing mal richtig. Der fährt nach hinten, der geht's rum und jetzt geht der Aufnehmer wieder. Haben wir noch eine scharfe Kurve vor uns hier. Sehen, wie viele Liter wir reinkriegen. Ja, 2.500 Liter, bevor er weg war. Geht, ne? Ja, da liegt jetzt einer im Weg. Aber durch das Zurücksetzen kriege ich jetzt wenigstens das hier mit. Das ist auch schon mal was. Und wir müssen auf jeden Fall hier noch eine Ecke aufräumen. Das steht auch noch mal fest. So, Stückchen zurückrollen. Läuft. Und die nächste Ladung. Silage, Silage, Silage. Ich gehe ein Stück weiter weg, haben wir ein bisschen anderen Winkel. Ja, schon wieder fast 2.500 Liter drin gehabt. Ja, ihr seht, wenn man von weiter oben guckt, ne, wir haben jetzt einmal noch den Bogen rum und dann sind es kurze Bahnen. Ne? Oder sind sehr viele kleine Reste, weil ich jetzt schon wieder doof fahre hier. Fürchterlich. So, sehr schön. Ja, ein bisschen noch. So.
Na, sie ist aber ein Stückchen zu früh losgefahren. Und wie gesagt, das wäre natürlich noch eine Ecke mehr wie die Hälfte, wenn man hier natürlich richtige Schwaden hätte. Und nicht nur diese halben, weil ich habe natürlich hier das Düngen ja einmal nicht drin, hatte ich ja gesagt. Eine Düngephase haben wir nicht hingekriegt, oder vielmehr ich nicht hingekriegt. So, da stehen wir schon zum nächsten Mal. Das läuft doch. Man sind doch ein paar Ballen, die hier so. Also das Feld hier, Feld ist gut. Die Wiese hier nicht zu unterschätzen, kann ich ja sagen. Ne? Da geht was. Ja, das ist jetzt der Hinweg ohne Rückweg, den wir jetzt hier fahren. Weil ihr seht selber, das ist jetzt die Brücke dazwischen, die ich uns jetzt hier nehme. Kann natürlich dann hier gleich wegen den kleinen Resten einmal noch wieder rüberfahren. Dann nochmal einen Bogen richtig machen. Und dann können wir anfangen, schon wieder einzusammeln. So sieht es dann nämlich aus. So. Und dann geht's los. Ja, und während ich hier schon wieder ansetze und losfahre und munter am Sammeln bin, ahnt ihr es bestimmt richtig. Wir sind am Ende der Folge für heute schon wieder. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen. Und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.